Oh, was machst du denn da? Überraschung. Ach, Überraschung, ja. Ich hab was eingekauft für den Hunger zwischendurch. Da wollen wir mal weiter. Wo kann man das jetzt immer sehen dann? Was? Achso, das kann man jetzt auf unserem YouTube-Kanal sehen, den wir für die Ferienfreizeit eingerichtet haben. Und ja, lasst euch überraschen, was da noch so kommt. Ja, nicht schlecht. Ich komme ja mal ins Arbeiten. Na Jenny, was machst du? Ich male das Spielfeld für dieses Jahr. Ist das viel Arbeit? Ja, aber ich mache es gern. Das hört sich gut an. Was wird hier gemacht, Christoph? Wir bereiten jetzt eine kleine Wette vor. Und ich zeig mal die Utensilien. Wir haben hier ein Original BMW M3 Bobbycar und ein paar Skikes. Das sind so eine Art Inline-Skates, aber eher in Form von Langlaufskiern. Und wir haben hier einen Experten, der die gleich mal testen wird. Das ist der Christian Noras, ein explizit ausgewiesener perfektionistischer Skifahrer, wie ich selbst schon am eigenen Leib erfahren durfte. Und ja, was es dann damit auf sich hat, das erfahrt ihr in Hitzenlinde. Ach, Mocke. Schon wieder. Gibt es dich auch noch ohne Handy oder was? Nicht mehr, nicht mehr. Nicht mehr? Bist du jetzt unter die YouTuber gegangen? So sieht's aus. Machst du was für die Sommerlagerfahrt? Ja, was denn sonst? Geht ja bald los, ne? Ja. In einer Woche ist es auch 3:15 und da haben wir hoffentlich schon schön Schnitzel mit Pommes gegessen. Freue ich mich jetzt schon drauf. Aber bis dahin gibt es noch einiges zu tun. So mache ich jetzt hier zum Beispiel für die T-Shirts, die es dieses Jahr gibt, hier die Logos mit den Namen fertig und dann muss natürlich alles ordentlich sein und ja, so gibt es halt immer was zu tun, auch wenn das Wetter schön ist. Langeweile haben wir nicht. So, wer kommt nach der Sophia? Die Laura kriegt auch wieder ein T-Shirt wie in den letzten Jahren. Und ja, wo du gerade hier bist, kann ich euch noch mal eben was zeigen. Sekunde, Michelle. Und zwar sind wir immer darauf angewiesen, wie wir ein bisschen Geld verdienen für die Fahrt, ne, damit viele Leute eben mitfahren können, auch die, die vielleicht gerade einen kleinen finanziellen Engpass haben. Und da haben wir ein neues Projekt gefunden, das heißt Smoost. Und hier kann man Geld verdienen, ohne irgendwas großartigen Aufwand betreiben zu müssen. Ja, wie das letztlich genau funktioniert, ich glaube, das schreibe ich lieber in den Blog, bevor ich das jetzt hier erzähle. Aber es ist letztlich, kann man sagen, für einen Aufwand von 15, 20 Sekunden pro Tag kann man pro Person 5 Cent verdienen und damit kriegen wir ordentlich Geld in die Kasse und dann steht die Fahrt noch auf noch besseren Beinen, als es eh schon tut. So, und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag, Lukas. Ja, danke, danke. Ich muss weitermachen. Alles klar, bis dann. Tschüss. Tschüss. Ach, Lukas! Er ist schon wieder am Film, meine Fresse. Mach da! Ja, wonach sieht das denn aus? Kochen wohl nicht, oder? Ich habe sowas noch nie gemacht. Ja, weiß ich ich habe mich letztes Jahr dabei sehr schwer verletzt. Man sieht noch hier die dicke, fette Narbe. Da, deswegen habe ich das jetzt in professionelle Hände gegeben. Also, wir machen jetzt die T-Shirts fertig. Übermorgen geht's los. Und, wie gesagt, hier professionelle Hilfe von meiner Frau. Promovierte Ärztin,
Damit kann eigentlich nicht schief gehen. Ne? Meinst du so eine Stelle oder? Ja, Russen. Ja, das. Ja. Ja. Und ja, was soll ich noch sagen? Ne? Dort ist jetzt ein bisschen was zu tun, aber Wetter ist scheiße. Wir haben gedacht, lass es lieber jetzt regnen als in Hitzenlinde. Und insofern, ja, sind wir eigentlich guter Dinge, dass es jetzt dann auch übermorgen losgeht. Sind ja auch nicht mehr so viele T-Shirts. Ne, sind ja auch nicht mehr so viele T-Shirts.